Guck mal, Splash Mac. Der Splash Mac ist die einzige gottverdammte, verfickte Online-Präsenz, die Edgar Wasser anerkennt, Alter. Wenn du die alle fragst, erzählen die dir, der ist der nächste gottverdammte Messias, Alter. Hier, guck mal, meine Füße flowen mehr als Edgar Wasser. Oh. Yeah, mach dein Handy aus, okay. Die Show beginnt, okay. Sieh wie die knochigen Finger das Mikrofon umschlingen. Auch wenn es so nicht stimmt, steht in meinem Pressetext seit circa 4 Jahren drin, ich wäre das nächste große Ding. Fake it till you make it, sagt mein Manager auf Englisch. Wirft einen Blick auf die Verkaufszahlen, geht nach Hause und er hängt sich. Ich trete für ihn auf bei der Beerdigung. Danke, dass ihr da wart, Leute, jetzt kommt der letzte Song. Komm. Nochmal die Arme in die Luft, macht mal Lärm jetzt. Den ganzen Auftritt stellen wir online beim Splashman. Yes. Wisst ihr noch, wie ich so ein Interview gemacht hab? Und mir danach dann überlegte, will ich doch nicht, lass mal lieber mich rausbringen. Oh. Ist nicht mein Ding. Oh. Wie ich mit Julian Gupta bisschen bei Facebook hin und her geschrieben hab, bis er dann irgendwann meinte, okay, ist egal, doch wir werden in Zukunft nicht mehr über dich berichten, klar? Und ich so, ja. Was für eine Ironie des Schicksals, ha? Dass gerade ihr auf der Beerdigung seid. In schweren Zeiten werden sich jedem gegenseitig die Hände gereicht. Am Ende sind wir alle gleich. Eine Seele, ein Geist, eine Szene, ein Teil. Unsere Presse gegen RTL 2. Aha. Unsere Presse gegen jeden. Die Zeit, die Frankfurter Allgemeine gegen die Neon, die Weiß. Wir sind die Juice, die Backspin, das Splashman, Rap.de, Mindrap, 16 Bars, Hip-Hop.de, Rap-Update. Wir sind eine große glückliche Familie. Okay. Anti-Woody Allen, keiner fickt mit der Familie. Yeah. Die Trauergäste sehen, wie der Sarg unter die Erde geht, ich vergieß eine Träne und mach ein Foto für die Facebook-Page.